Ist ja so gesehen sponsert bei Ludo und Olli. Weil die haben mich in die Familiengruppe eingeladen. N64 wird lustig mit einem Nicht-N64-Controller. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Ich habe mal Star Fox versucht. Nur geflucht. So, so sieht Euclid also momentan aus. Sieht ganz anders aus als zu meiner Zeit. Sieht fast so aus wie so. Es sieht fast so aus wie zu unserer Zeit. Ah. Oder so, Olli. Oder so. Als sponsert bei Olli. Mache ich eine Einblendung davor. Sponsert bei Olli mit Wohlwollen von The Cluedo. Dort steht, übernachtet hier, ausgezeichneter Service, beste Speisen im Gasthaus von Euclid. Klingt so, als wenn hier irgendwo ein Koch wäre, aber... In Venetia gibt es heftige Probleme. Noch existiert die Stadt, aber... Ich will noch Golden Sun spielen. Es ist immer eine Erleichterung, wenn man ein Gasthaus erreicht. Oh ja. Huh. Euclid. Huh? Gott, hier. Sind wir jetzt auf der Memory Lane unterwegs, oder was? Millard, bist du das? Ich hab Tee gekocht. Willst du welchen? Ja. Ich stell ihn einfach hier hin. Ach so, Millard war nicht die Ansprache, sondern, ja, ich bin doof. Ja. Übertreib es nicht, hörst du? Ja. Was? Möchtest du etwas? Nein. Dann lass mich bitte für eine Weile allein, ja? Ich bin im Moment beschäftigt. Danke, Arni. Jo, Olli. Dann wünsche ich dir mal einen ruhigen Abend noch. Schön, dass du da warst. Yukio fragt nicht, was letzter Preis. Yukio fragt, was letzter Zug. Millard. Igress. Nicht das nur, oder benimmt er sich etwas komisch? Definitiv. Ist irgendwas nicht in Ordnung, Klaus? Wie? Nein. Nein. Klaus hält den Titel Glückspilz. Jo, Andy, schlaf schön. Hab ich auch gefreut. Find das immer spaßig. Geburtstagsstream kann jeder. Wir streamen rein. Mama, wo bist du? Chris? Ich glaube, die Kleine hat sich verlaufen. Wir sollten ihr helfen. Jo. Was ist denn Kleines? Ich kann meine Mami nicht finden. Mami! Oh, Junge. Wie heißt du denn? Hey.
May! Wollen wir dich zu deiner Mami bringen? Nein, bleib dicht hinter uns, hörst du? Wow. Lass mich nicht allein. Drop. Lass mich nicht allein. Tut mir leid. Come on. Jetzt so wüsste, wo die Mutti ja überhaupt steht, ey. Lauft ihr von alleine? Nee. Washington wird die Kunst des Fliegens studiert. Aber wie um alles in der Welt können sie überhaupt fliegen? Leute, was zur Hölle macht ihr da in der Ecke? Das ist eine Transaktion? Ein Geschäft? Druck ablassen? What the fuck? Jo, schlaf gut, Andy. Willkommen. Wieder unsere ausgezeichneten Waren an. Die Preisliste ist im Laden. Eine Ecke. Mein Bruder hilft niemals im Laden mit. Ja, wenn du den da in der Ecke verprügelst, brauchst du dich auch nicht wundern. Das war raus. Gemischtwarenhändler, willkommen. Ich kann euch ausgezeichnete Tränke anbieten. Das ist ein Stiefel. Ich dachte gerade so, Nanu, was ein Datten. Nicht in die königliche Akademie. Und so die kleinsten Teilchen der Materie. Frage mich, wie klein die kleinsten Teilchen ist. Aber vom Teil immer und immer wieder teilt. Ich würde auch gerne irgendwann die Zivilisation von Thor erforschen. Wir führen die Forschung der Magietechnologie von Midgard weiter. Aber wir erforschen nicht nur die Magietechnologie, sondern sind auf den vielen Gebieten tätig. Wie, das wusstest du schon? Das König Midgards wurde von da aus zerstört. Alles, was übrig geblieben ist, sind Ruinen. Haben wir da aus der Zeit geprügelt. Gehofft, dass sie hier irgendwo einen Zauber rausrücken oder so. Kann ich euch einen Kaffee anbieten? Ja, verdammt. Schließen wir direkt an die Vene an. Hier sind die Schlafräume. In unserem Beruf sind Nachtschichten völlig normal. Okay, Olli ist ein Zauberer. Jo, Nina, schlaf gut. Also hier geht's definitiv halt auch nur noch jetzt hier, bis der nächste Story-Arc soweit anfängt. Dann werde ich da erstmal ein Ründchen gründen. Wenn du einen Schutz aufhebst, hast du noch bessere Chancen. Schutz würde hier sowieso nichts nutzen. Ich werde gerade so tanzen, um meinen Gegner zu besiegen. Na. Wollte den DK-Verschnitt. Man darf im Kampf nur dir sogar Waffen führen. Nur Magie ist verboten. Soll denn die Mutti von der Schreckschraube sein? Okay, mehr. Das ist eben auch schon hier. Rabenmutter. Oh Gott, das wird anstrengend. Bring, lasst sie doch so schnell laufen wie die Spieler, verdammt.
Niemand mag Begleitquests. Doch. Beweg dich, du Balg. Holy Night Mommy. Die war vorhin auch schon in der Ecke dran, deswegen konnte das Balg da nicht gebrauchen. Leon, help! Die neue Ashley ist doch ein bisschen mobiler, glaube ich, als die alte. Mami! Nee. Mimi! Ich hab dir doch gesagt, du sollst bei mir bleiben. Tut mir leid. Mit Kacken. Ich möchte euch wirklich danken, dass ihr mein Mädchen gefunden habt. Ach, das ist doch nicht der Rede wert. Vielen Dank, Miss. Das ist nicht viel, aber bitte nehmt es als kleines Dankeschön an. Teetasse erhalten. Vielen Dank. Wow. Die alte Ashley wollte doch auch nur Snu-Snu. Tja, das bringt einen guten Preis, wenn die richtige Person sie gibt. Wow. Wow. Ugening Teetasse. Panzer haben wir doch schon, meine ich. Nee, wir haben über eine Mille, okay. Gucken wir gleich mal, was da die Mädels anhaben. Das hätte ich ja hier im Menü machen können, das habe ich ganz vergessen. Panzer haben wir an. Mistgewand, Silbergewand, Mistgewand, ein Hemd. Jo, Yukio, schlaf gut. Ein Waffelhändler. Hier wird nicht viel was anderes sein wie in der anderen Stadt auch. Dann gehen wir mal hoch zum Turnier und schauen wir mal, was da noch so geht. Vielleicht kriegen wir ja irgendeine Technik oder sowas. Das ist bestimmt Exit, ja? Was tun? Soll ich es wagen? Aber es sieht sehr schmerzhaft aus. Gut, wie bist du Soldat geworden? Dieser Typ wird sich doch niemals entscheiden. Ich werde euch so richtig aufmischen mit meiner super tödlichen Technik. Die schlägt mit einer Kraft von 30 zu. Keine Angst, das war ein Scherz. An die Turnier werden jede Menge wirklich starke Kämpfer teilnehmen. Nimmst du auch am Turnier teil? Jedes Mal, bevor er in den Kampf gehen soll, hat er angeblich Magenschmerzen. Ja, nämlich. Kennt ihr Sammlerstücke? Von manchen braucht man mehr als eins. Man muss gut überlegen, welches für die Situation gut oder schlecht ist. Nehmt ihr auch am Turnier teil? Geht hier entlang, um euch für das Turnier anzumelden. Nehmt bitte die Herausforderung an. Seid ihr sicher? Jupp.
Gut, ich bewahre in der Zeit eure persönlichen Heil-Items auf. Und aus Gründen der Fairness gebe ich euch Heilungs-Items, die wir für jeden Teilnehmer bereithalten. Viel Glück. Viel Glück, Res. Wasser dringt gut auf dich auf. Das ist eine gute Gelegenheit, deine Fähigkeiten zu testen. Ach, falsche Stimme. Viel Glück. Danke. Die Arena befindet sich hinter dieser Tür. Da stellt sich gerade ein Herausforderer. Genau, das Herausforderer ist Chris. Er stammt aus Toltus? Der Name eines alten Ortes. Oh, du meintest bestimmt Miguel. Er kämpft mit dem der Schwertkampftechnik von Albia. Dieser Held ist auf der Mission, Daos zu besiegen. Viel Glück, Chris! Du solltest besser nicht verlieren. Gut, lasst uns den Kampf beginnen. Es wird Zeit für die ersten Monster. Wow! Ja, wow! Gut, der nächste dann! Also, gut, der nächste dann. Wuffrig Patsy, sorry, habe ich gerade erst gesehen. Entschuldige. YouTube muss mich erst noch an den Chat gewöhnen. Da sieht man das nicht so gut wie hier bei meinem Tool. Nun ist er. Und nun Monster 2! Jetzt wird es auf einmal instant hard oder sowas. Release the Kraken. Düdüt. Gut. Und nun Monster 3. Was? Juhu, Kinder verkloppen. Ja, ich weiß, dass es ein Pflanzenmonster ist, was wie ein Kind aussieht, aber... Ihr kennt sie schon richtig. In Ordnung. Und nun Monster 4. Ich hoffe, es sind halt auch maximal 5. Kämpfen wieder gegen den blauen Dickdarm des Todes. Der hat's jetzt aber richtig räudig gekriegt, ey, Junge, Junge. Keine Chance. Hier kommt die Dampframme. Und nun Monster 5. Haben wir denn gekriegt überhaupt?
Wasser des Lebens, wow. Was war das denn? Wo wollte der denn hin? Renne. Und du Monster 6. Oh Gott. Ohm. Warum sind die so random von der Härte? Diesmal nicht. Und Monster 7. Stahl-Go. Ja, wow. Das ist dein fucking Ernst? Wow. Stun. Das ist ein fucking Pokémon-Game oder was? Menschen Skinner, ey. Lightning Tiger Blade. Lightning Tiger Spear. Das ist so ein Vieh, was halt wirklich mit Magie so übelst schnell zerpflückt ist. Aber wenn du keine Magie hast, kaufst du dir an dem die Zähne aus, ey. Junge. Was ist gar nicht gedrückt? Würde ich rausnehmen, ey, der ist kacke. Endlich, ey. Nervensäge, Junge, Junge. Du bist Geschichte. Und nun Monster 8. Ein Basilisk. Dieser KG. Yeah.
Basilisk wäre halt auch so, so richtig assig, der dich halt einfach mit einer random... Hat das ihn gerade geheilt? Wow. Wow. Oh nein, Chris! Er ist am Ende seiner Kräfte! Euer Golem da betäubt und der hier gleich Kettenangriff, der dich runterwichst wie nix. Wow. Chris, bist du in Ordnung? Wo bin ich? Du bist im Krankenzimmer des Schlosses von Euclid. Sein Jammer, wie das Kampfturnier verlaufen ist. Es gibt immer ein nächstes Mal. Kannst du oft teilnehmen, wie du möchtest? Kannst du alleine stehen? Ja, mir geht's gut. Ich konnte sogar alleine schweben. Bis vor kurzem ist uns das Haus niemals so nahe gekommen. Aber vor einigen Monaten wurde der Hafen von Venezia angegriffen. Dies ist das Gemach des Königs. Trag keinen Schmutz herein. Ich kann diesen Minister nicht ausstehen. Er ist ein widerlicher alter Windbeutel. Ah, Gott, wo ging's hier raus? Nein. Oh, Besucher! Darf ich euch Tee anbieten? Nix, eine Person, die hier nett ist. Quatsch, ist ja noch gar nicht aus der Stadt raus. Wäre ich fast ein Standby gegangen, das wäre richtig übel gewesen. Weiß nämlich nicht, ob man da wieder rauskommt.